Du wirst schon noch sehen, was du davon hast, dass du dich gegen deine Schwester entschieden hast. Und für den Typen, der sie auf dem Gewissen hat. Jo hat Bella nicht auf dem Gewissen. Er hat ihr das Leben gerettet. Wenn er sie nicht operiert hätte, dann wäre sie wahrscheinlich längst tot. Ist dir das überhaupt klar? Und jetzt? Jetzt liegt sie im Koma und wacht vielleicht nie wieder auf. Und nur, weil dein Freund mal einen Moment nicht aufgepasst hat. Wir wissen nicht, ob das der Grund ist. Und falls Jo wirklich einen Fehler gemacht hat, dann wird er auch dazu stehen. Glaubst du das selber nicht? Ich kenne solche Typen. Weißt doch, wie sowas läuft. Wie was läuft? Wie er mit seinem Vorgesetzten geredet hat. Was hat er mit seinem Vorgesetzten geredet? Die Selbstanzeige bei der Ärztekammer. Was? Doch eh keinen Sinn. Passiert doch eh nichts. Eine Krähe hackt der anderen noch keine Auge aus. Ich werde schon sehen, in ein paar Wochen. Da operiert er wieder lustig vor sich hin oder hat sich längst aus dem Staub gemacht? Selbstanzeige? Ach, du weißt gar nichts davon? Kennst deinen Freund wohl doch nicht so gut, wie du denkst. Jo, ich bin's. Du musst da nicht alleine durch, ich bin für dich da. Okay, ich komm jetzt rein. Jo? Flugbuchung. Zürich heute. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Hey, ich bin's. Du, ich hab mich nur gerade gefragt, wo du dich rumtreibst. Bellas Vater hat mir von deiner Selbstanzeige erzählt. Das heißt ja wohl, dass du dann suspendiert bist, oder? Jo, ich will, dass du weißt, dass ich für dich da bin. Bitte ruf mich an, wenn du das abhörst, okay? Zürich? Was will er denn da? Keine Ahnung. Ich hab gehofft, er hat dir vielleicht was erzählt. Als ob der mit mir über sowas reden würde. Du bist doch bei der Polizei, oder? Ja. Was gibt's? Ich möchte Anzeige erstatten. Gegen deinen Bruder. Das ist nicht dein Ernst. Abgesehen davon, dass ich gerade nicht im Dienst bin, mein Bruder hat Selbstanzeige bei der Ärztekammer erstattet. Das reicht mir aber nicht. Ich möchte, dass die Polizei die Sache untersucht und nicht irgendwelche Ärztekollegen. Möchtest du nicht erstmal abwarten, was die Ärztekammer entscheidet? Damit er sich vielleicht irgendwie aus dem Staub macht? Hast du dafür irgendwelche Indizien? Nein. Ihr vielleicht? Lass mich raten. Du hast keine Ahnung, wo dein Freund gerade steckt. Er ist mir keine Rechenschaft schuldig, weil er sich den ganzen Tag aufhält. Mit anderen Worten, er hat sich also schon aus dem Staub gemacht. Ja, und wenn das so wäre, warum hat er sich denn dann bitte selbst bei der Ärztekammer angezeigt? Vielleicht hat er kalte Füße bekommen? Das ist doch Blödsinn. Werden wir ja sehen. Ich reise heute Nachmittag nach Tübingen ab. Aber vorher gehe ich noch im Präsidium vorbei. Mach das. Damit hilfst du Bella auch nicht. Glaubst du, sie würde wollen, dass du das machst? Bella ist mein Kind. Und wenn sie sich nicht selber wehren kann, dann werde ich das für sie tun. Was ist, wenn Bellas Vater recht hat? Andi, jetzt fang du nicht auch noch an. Fakt ist doch, dass Jo verschwunden ist und er hat sich bis heute nicht bei dir gemeldet. Bella liegt im Koma. Eben. Deswegen würde Jo nicht abhauen, nicht jetzt. Nicht jetzt? Wann denn dann? Der Typ hat doch ein schlechtes Gewissen, weil Bella deine Schwester ist und sie war schwanger. Er war doch schon immer ein feiges Arschloch. Andi, es reicht schon, wenn Bellas Vater so über ihn redet. Sei wenigstens du mein Freund. Ich bin aber auch mit Bella befreundet. Und ohne Jo würde sie jetzt vielleicht nicht im Koma liegen. Nein, ohne Jo wäre sie wahrscheinlich schon längst tot. Tut mir leid. Aber wenn ich daran denke, wie Bella da liegt, an diese Maschinen angeschlossen, dann könnte ich einfach jedes Mal durchdrehen. Ich weiß, ich auch. Olli, bist du dir sicher, dass Jo nicht abgehauen ist? Der konnte doch noch nie gut mit Druck umgehen. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, aber das ist schon komisch, dass er untergetaucht ist. Ich bin fertig.
Wir können zu Bella ins Krankenhaus. Ruf dir mich an, wenn es was Neues gibt? Ja, klar. Wann hast du das letzte Mal was Richtiges gegessen, hm? Keine Ahnung. Ich krieg eh nichts runter. Hab warten. Wie lange braucht ihr ungefähr? Egal. Ich muss mich ablenken und ihr habt Hunger. Ich koche uns was Schönes und davon haben wir alle was, hm? Okay. Komm her. Und gib Bella einen Kuss von mir, ja? Mach ich. Bis später. Ciao. Hallo, Anni. Hey, Peter, wie geht's? Unverändert, die Schwester ist gerade bei ihr. Ich habe mich gerade von Bella verabschiedet. Ich habe wirklich alles versucht, aber ich muss jetzt erstmal wieder zurück nach Tübingen. Eine Bitte. Ja? Hältst du mich auf dem Laufenden? Ich meine, wenn sich irgendwas an Bellas Zustand tut. Klar, mache ich. Ich werde das natürlich auch machen. Danke. Aber Andi ist mir lieber. Dem ist Bella nicht egal. Mir ist Bella auch nicht egal. Ich bin ja Bruder. Halbbruder. Scheint dir aber nicht allzu viel zu bedeuten. Nur weil ich mich nicht von meinem Freund trennen will? Bella würde sowas nie von mir verlangen. Bella liegt im Koma, aber ich bin sicher, sie weiß ganz genau, wer auf ihrer Seite ist und wer nicht. Moment mal. Jetzt kommt mal runter. Ja, wie denn? Peter sucht einen Schuldigen und hat sich auf meinen Freund eingeschossen. Der Arzt ist nun mal verantwortlich für seinen Patienten. Wenn er einen Fehler macht, dann muss er auch dafür gerade stehen. Das tut er ja auch. Und wenn ihn die Ärztekammer freispricht? Ja, was dann? Willst du ihn dann wirklich anzeigen und seine ganze Zukunft ruinieren? Er ist schuld an Bellas Zustand, verdammt nochmal. Das ist alles nur Mutmaßung. Leute, jetzt hört endlich auf. Meint ihr, das bringt was, wenn wir hier rumstreiten? Ruf den Stationsarzt das EKG der Patientin spielt. Warum sagt uns denn keiner was? Sie meinten, sie geben uns Bescheid. Ich will nur wissen, was mit meinem Kind ist. Bella wird wieder gesund. Woher willst du das wissen? Weil sie weiß, dass sie sonst Ärger mit dir kriegt. Und mit mir auch. Peter, Bella weiß, dass wir hier sind und auf sie warten. Sie liegt vielleicht da drin im Koma, aber sie weiß, dass wir da sind. Deswegen müssen wir jetzt alle zusammenhalten. Was ist mit meinem Kind? Sie ist wieder stabil. Wie konnte das überhaupt passieren? Kreislaufschwankung. Das ist bei einem Koma-Patienten nichts Ungewöhnliches. Ja, aber es muss dann Grund dafür geben. Wir haben alles noch einmal untersucht und konnten keine organischen Ursachen finden. Ich komme dann später noch mal vorbei, ja? Danke. Olli, ich würde mich gerne noch mal allein von meiner Tochter verabschieden. Natürlich. Und wenn ich nachher nach Tübingen fahre, ihr haltet mich auf dem Laufenden, ja? Klar. Was ich da vorhin alles gesagt habe, so mit Polizei und Anzeige, das war wohl ein bisschen übertrieben. Olli! Olli, warte! Wie geht es Bella? Ich weiß es nicht. Es gab da irgendeine Krise, irgendwas mit dem Herz. Was? Jetzt? Nichts und jetzt. Sie liegt nach wie vor im Koma. Die Ärzte sagen, dass sie sich wieder gefangen hat, aber sie wacht einfach nicht auf und keiner weiß für wie lange. Und Jo ist weg. Ja, Frank hat es mir erzählt. Hast du eine Ahnung, was er in Zürich will? Hat er dir irgendwas gesagt? Ich bin wahrscheinlich der Letzte, dem Jo etwas anvertrauen würde. Du bist nicht der Typ, der abhaut und kneift. Ist er ganz anders als ich. Nein, er würde sowas nicht tun. Weil du kennst ihn doch überhaupt nicht. Ich kenne Kerstin, seine Mutter. Sie hat nie jemanden im Stich gelassen. Jo kommt ganz nach ihr. Warum ist er dann einfach abgehauen? Kennst du diese Ameisen, die ganz alleine so ein großes Blatt zu ihrem Nest tragen? Obwohl sie eigentlich viel zu klein dafür sind. So was würde mir nie im Traum einfallen. Da suche ich mir lieber ein paar Kumpels, die mit anpacken. Oder ich vertilge das Blatt auf der Stelle. Aber Jo wird es alleine tragen. Bis zum Ziel. Vertrau meinem Jungen. Tolle Metapher. Danke. Neues von Bella? Immer noch normal, stabil. Leni, machst du mir eine Cola? Und bei dir, Olli?
Jo schweigt weiter, was immer das zu heißen hat. Was ist das? Das ist quasi der letzte Grashalm, an den ich mich klammer. Damit rede ich mir ein, dass ich mir mit Jo nicht total was in die Tasche gelogen habe. Na, willst du nicht gucken, ob es von Jo ist? Das ist eh wieder nicht. Ist von ihm. Ja. Hey, Olli, ich musste ganz dringend weg. Ich weiß aber noch nicht, wie lange. Ich habe vor, Bella zu helfen, Jo. Was meint er damit? Er will Bella helfen. Keine Ahnung. Aber er hat sich nicht feige abgesetzt.